und willkommen zu einem neuen Fimo-Tutorial. Wir machen heute eine Nemoneko zusammen und das sind solche flauschigen Plüschkatzen, die wirklich unheimlich niedlich sind. Die hier habe ich von der Leipziger Buchmesse dieses Jahr und ich habe gedacht, warum machen wir sowas nicht mal aus Fimo? Und genau das habe ich getan. Hier seht ihr es. Und wie das Ganze geht, das seht ihr jetzt. Wir brauchen eine Fimo-Kugel in der Farbe unserer Wahl. Ich habe jetzt weiß genommen. Und das zupfe ich mir jetzt so zurecht. Und zwar vorne ist es relativ platt, da kommt das Gesicht hin. Und hinten wird es dann ein bisschen spitzer und flacher. Also ja, ich hoffe, ihr könnt das hier einigermaßen erkennen. Wenn nicht, schaut euch einfach bei Google mal ein paar Bilder an. Jetzt kommt das Schwänzchen ran. Ich habe mir dafür einfach dieselbe Farbe nochmal genommen, also weiß. Habe das rangedrückt und habe dann mit meinem Dotting-Tool einfach das so ein bisschen verblendet. Und als nächstes kommen auch schon die Ohren. Ich habe einfach Reste-Fimo genommen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Ja, seid da einfach kreativ. Könnt natürlich auch die gleiche Farbe nehmen, wie der Körper ist. Und dann forme ich mir so Dreiecke und drücke dann so eine Ohrmuschel rein mit meinem Dotting-Tool. Hier seht ihr es. Dann wird das einfach nur noch an den Körper geklebt, also gedrückt. Und ja, das war's schon. Und wie gesagt, wenn ihr die gleiche Farbe genommen habt wie der Körper, dann könnt ihr das richtig dran verblenden, dass es auch richtig gut hält. Aber es sollte auch so halten. Als nächstes bekommt die Katze oben auf dem Kopf noch einen Fleck. Den habe ich braun genommen. Ich glaube, das ist Schokolade, soweit ich weiß. Und da könnt ihr natürlich total kreativ werden. Also da könnt ihr ganz bunte Katzen machen, ganz fleckige Katzen oder was auch immer ihr möchtet. Dann kommt auch schon das Gesicht dran. Ich brauche ganz kleine Stückchen schwarz. Schwarzes Fimo. Ihr könnt das Gesicht aber natürlich auch in anderen Farben machen. Oder wenn ihr euch das nicht so liegt, mit Fimo das zu machen, dann malt es einfach auf mit Acrylfarben zum Beispiel. Hier seht ihr, wie ich die Augen gemacht habe. Die werden nach innen hin ein bisschen schmaler. Und dann habe ich das rangedrückt und noch so ein bisschen zurechtgezupft mit meinem Dotting-Tool, wie immer. Und dann kommt auch schon der Mund dran. Dafür wieder ein ganz, ganz kleines Stückchen Fimo. Das drücke ich dann ganz leicht dran und modelliere mir das dann so hin, wie ich das haben möchte. Und weil die Katze so aussehen soll, als würde sie was mampfen, habe ich dann den Mund so fimuliert. Ihr könnt euch ja mal im Internet einfach verschiedene Kawaii-Gesichter anschauen. Ich finde das so niedlich. Diesen Gesichtsausdruck hat eben auch meine Plüschkatze. Und jetzt kommen die Schnurrhaare noch dran. Dafür habe ich mir mini, mini kleine Stückchen Fimo zurechtgeschnitten. Und habe dann so Kügelchen gerollt und die dann so ein bisschen zu mini kleinen Schlangen ausgerollt. Aber wirklich ganz vorsichtig. Passt auf, dass ihr da nichts zermatscht. Das passiert mir leider öfter. Vor allem, wenn das Fimo eben sehr weich ist, dann passiert das eben. Und dann drücke ich einfach nur drei an jede Seite. Und das war's auch schon eigentlich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Katze noch strukturieren. Beispielsweise mit einer Zahnbürste oder mit Alufolie, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten wird die Katze ganz normal gebacken bei 110 Grad, so circa 30 Minuten. Und das ist auch schon der ganze Zauber. Hier habe ich noch andere Nemonekos gemacht. Hier seht ihr sie. Die sind mega niedlich. Ich liebe es. Es macht wirklich Spaß, die zu basteln. Und es geht halt auch mega einfach. Also es ist ein ganz tolles Tutorial eben für Anfänger, wenn ihr gerade mit Fimo anfangen möchtet. Da könnt ihr auch Gesichter ausprobieren und wie auch immer. Hier seht ihr die, die wir gemacht haben in dem Video. Dann habe ich noch so eine schwarz-weiß-graue gemacht. Die ist unheimlich niedlich. Also die gefällt mir am allerbesten. Ich finde die so süß. Und hier habe ich noch eine schwarze mit weißem Gesicht. Das finde ich sieht auch ziemlich cool aus. Bei der habe ich auch die Ohren verblendet, dass das besser am Körper haftet, wie auch immer. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!